Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Schön, dass du dabei bist, denn heute geht es um Begeisterung und um die Frage, was liebst du an deiner Diss? Es hat was ein bisschen, ich bin inspiriert vom Valentinstag und auch von den Erfahrungen, die ich in den ganzen Promotionscoachings, die ich so mache, in den Beratungen, in den Workshops oder als Schreibtrainerin. Bei mir ist nämlich aufgefallen, dass Begeisterung ein wesentlicher Faktor für das Fertigwerden und auch für den Erfolg des Promovierens ist. Begeisterung, es gibt zwei Sachen meiner Ansicht nach, die erfolgreiche von weniger erfolgreichen Promovierenden trennen. Das eine ist Begeisterung. Und machen wir uns nichts vor, Begeisterung ist eine Konstruktion. Also Begeisterung, ja, kann ich vielleicht kaufen, kann mir vielleicht was kaufen und begeistert sein oder durch äußere Bedingungen, aber Begeisterung ist auch was, was ich so ein bisschen steuern kann. Jetzt kann man nicht irgendwie über Jahre total begeistert sein, aber man kann darauf achten, dass man begeistert genug ist und vielleicht sich auch noch mal an den Anfang erinnert, warum bin ich eigentlich angefangen, was wollte ich noch mal und was ist das Tolle an meiner Dissertation oder so, was gefällt mir auch besonders gut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es viele Leute gibt, die sich dafür entschieden haben, an vielen Tagen ihrer Promotionszeit nicht begeistert zu sein. Und ich möchte dich einladen, hier heute begeistert zu sein oder Begeisterung zu konstruieren oder das mal zu üben. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe ein paar O-Töne von Promovierenden mitgebracht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Promovierenden, die meinem Aufruf gefolgt sind. Manche haben mir Sprachnachrichten geschickt, manche haben mir geschrieben. Ich habe das jetzt zusammengepackt, sozusagen ausgewertet für den Podcast. Und ich möchte euch generell auch einfach noch mal mehr einladen, mir Sprachnachrichten zu schicken, weil ich glaube, das ist ein gutes Tool, um damit zu arbeiten. Aber jetzt erstmal zum Begeisterungsaufruf und zu den begeisterten Promotionen. Und ich freue mich. Und Begeisterung macht ganz schön viel Energie. Probiert es einfach mal aus. Hallo zusammen, liebe Jutta, danke für dieses Thema. Da ich selber vergessen hatte, dass ich hier eigentlich meine Diss liebe. Was liebe ich an meiner Diss? Ich liebe an meiner Diss, dass sie meine Stimme ist, in einem wichtigen Bereich mitzudiskutieren und meine Ideen in einen relevanten und anspruchsvollen Bereich hoffentlich später für die Praxis mit einzubringen. Es ist so, so schön zu hören, was passiert, wenn Leute sich daran erinnern, was sie an ihrer Diss mögen. Ich werde hier noch ein paar O-Töne euch erzählen und zwischendurch im Podcast auch immer mal wieder O-Töne einspielen, was Leute auf jeden Fall an ihrer Dissertation mögen, ist, dass sie etwas Bedeutsames erschaffen. Also so, das heißt, eine Dissertation zu schreiben, ein Forschungsprojekt durchzuführen, zu Erkenntnissen zu kommen, ist immer auch ein Geschenk an die Welt und an die Gesellschaft. Also es heißt so, dass man was tut für die Gesellschaft, und das entstandene Wissen, was in einem Promotionsprojekt generiert wird, ist halt auch ein Teil zu gesellschaftlichen Veränderungen. Und das motiviert, wenn man sagt, so, ich möchte der Welt auch was schenken oder ich möchte der Wissenschaft was schenken. Und was viele Leute sagen, die ihre Dissertation mögen oder sich daran erinnern, dass sie ihre Dissertation mögen, das ist, dass sie sagen, sie kennen das Gefühl, dass ihnen die Dissertation das Gefühl gibt, dass sie etwas Wichtiges machen. Also, dass sie gesellschaftliche Veränderungen anstoßen und dass sie auch ein wichtiges Thema behandeln und in ihrer Forschung, in der Forschung, für die sie sich entschieden haben,
auch ein sozusagen kleines Mosaiksteinchen liefern für den Forschungsbereich, den Sie machen. Und Ihnen ist auch klar, dass Sie sozusagen Schritt für Schritt diesen Prozess gehen, also diesen Forschungsprozess durchführen und dass es immer auch ganz große Momente sind, wenn Sie feststellen, dass Sie zu Ergebnissen kommen, also dass Sie sagen, hey, jetzt, ich habe es verstanden oder hey, ich habe was Neues geschaffen und das ist eine große Sache, das mögen sehr viele Leute an ihrer Dissertation. Also ich liebe natürlich die Beschäftigung mit meinem Thema und dass, wenn ich einen interessanten Artikel lese, dann komme ich auch in den Flow und bin so ganz versunken in die Thematik und in meine Gedanken. Und es steht in ja, deutlichem Kontrast zu meinem sonstigen Alltag als Mama zweier Kinder. Und die Promotion zwingt mich eben in positiver Weise dazu, mich häufig auch mal zurückzuziehen. Und die Kinder und meinen Mann und den Vater eben alleine zu lassen mit ihren Dingen, die sie so am Tag machen wollen. Und ich denke, ich würde das einfach nicht in der Konsequenz durchziehen, wenn ich nicht promovieren würde. Also man diszipliniert sich viel mehr und nimmt sich dadurch auch wieder ernster und kommt damit so ein bisschen ja wieder in einen ganz anderen Tagesablauf rein. Was man an seiner Diss auch lieben kann, ist, dass man Entscheidungen trifft und dass man lose Enden verknüpft. Also, dass man scheinbar nicht zusammenhängende Enden verknüpfen kann. Zu einer Dissertation gehört auch immer, das Forschungsfeld zu entdecken und das Forschungsfeld selbstbestimmt zu entwickeln. Und das ist nicht immer einfach und das birgt auch die Gefahr, also wenn man jetzt selber was macht, birgt das natürlich auch die Gefahr, dass man einen falschen Weg geht, ne? Oder dass man irgendwo falsch abbiegt. Aber da kann man sich ja auch mit der Promotionsbetreuung oder mit Experten, Expertinnen aus dem Forschungsfeld austauschen. Was Leute noch mögen an ihrer Diss, ist, dass sie vor sich hinarbeiten können, also so dieses Selbstbestimmte zu sagen, hey, das ist meins und ich entscheide auch, wo es lang geht. Zumindest hat man manchmal das Gefühl oder macht ja im Prinzip auch, je weiter man im Promotionsprozess fortschreitet, desto mehr Entscheidungen kann man auch treffen. Und man kann auch in dieses Thema versinken und abtauchen und da drin herumarbeiten, herum experimentieren und ja, Zusammenhänge erkennen, die vielleicht vorher nicht da waren. Hallo Jutta, Uli Herb aus Saarbrücken hier. Das, was ich am meisten geliebt habe, war die manische Phase, die ich erlebt habe, während ich die Dissertation geschrieben hatte. Das war wie ein Rausch. Viel Glück bei deiner Veranstaltung. Tschüss. Hi, hier ist Rike. Und ich liebe an meiner Diss, dass sie die krasseste Weiterbildung ist, die ich je gemacht habe. Dass sie mir also meine Grenzen zeigt, damit ich die immer weiter dehnen kann und über mich so hinauswachsen kann. Ich liebe auch, dass jeder Aspekt meines Arbeitsalltags, also Zeitmanagement, Projektmanagement, Priorisierung, Fokussierung, aber auch Kreativität und Kommunikation durch diese Dissertation auf ein komplett neues Level gehoben wird, das ich mir vor der Diss niemals hätte erträumen können. Ja, also so schlimm ist sie dann doch nicht. Das waren die O-Töne und denen ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Und darum schließe ich diesen Podcast mit guten Wünschen für euch, auf dass ihr eine Verbindung zu eurer Begeisterung, zu eurer Liebe für eure Dissertation herstellen könnt, dass ihr die halten könnt, dass ihr damit gut vorankommt. Auch wenn es manchmal schlecht läuft, so fokussiert euch auf das, was funktioniert. Falls euch eure Begeisterung mal abhanden kommt, dann kommt zum Promotionscoaching oder lest einen Blogbeitrag, hört weitere Podcast-Episoden, ganz unbedingt die Episoden aus der Reihe, was ich gern früher gewusst hätte. Da berichten Promovierte nämlich über ihre Erfahrung. Ich finde das teilweise super spannend. Manchmal ist es auch echt lustig. Und ja, folgt vielleicht Coachingzonen in den sozialen Medien. Ansonsten kommt einfach gut voran, macht weiter so, eure Jutta Wergen.